haben in dieser Woche gemeinsam mit dem Landtagspräsidenten zur Teilnahme an der Europawahl aufgerufen. Ein Aufruf für ein demokratisches Europa? Ja, das war eindeutig ein Aufruf für ein demokratisches Europa. Denn Europa hat nur eine Chance, wenn es demokratisch ist. Wir gerade hier in Ostdeutschland wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, wählen zu können. Und dass wir auch gerade über demokratische Wahlen die Chance hatten, Europa beizutreten und damit auch die Möglichkeit für eine gute Entwicklung zu nehmen. Im 25. Jahr der friedlichen Revolution sollte uns das ganz bewusst werden. Und ich glaube, wenn wir uns überlegen, dass wir lange Jahre um dieses Wahlrecht gekämpft haben, dann ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dieses Wahlrecht auch auszuüben. Wo ist Europa in Sachsen-Anhalt sichtbar? Sachsen-Anhalt gestern und heute in die Hand nimmt. Wer das Buch Sachsen-Anhalt gestern und heute in die Hand nimmt, der kann am ehesten sehen, was sich wirklich verändert hat. Keine Stadt, kein Ort, auch keine Landschaft sieht mehr so aus wie vor über 25 Jahren. Und das zeigt auch das Engagement von Europa in Sachsen-Anhalt. 9 Milliarden Euro sind alleine schon jetzt in unsere Infrastruktur, in die Städte, aber auch in die Wiederherstellung unserer Landschaften geflossen. Ich denke da nur an die Braunkohlefolgelandschaften. Auf der anderen Seite erwarten wir bis 2019 auch nochmal fast 3 Milliarden Euro. Und ich glaube, mit diesem Geld können wir dann den Anpassungsprozess, den wir gerade in Europa erleben, gut zu Ende bringen. Und dann haben wir auch vergleichbare Lebensverhältnisse innerhalb Mitteleuropas. Wie würden Sie Ihren Aufruf kurz und knapp zusammenfassen? Damit sich Europa und Sachsen-Anhalt auch in Zukunft gut entwickeln können, brauchen wir ein ganz starkes europäisches Parlament. Gehen Sie deswegen am 25. Mai zur Europawahl und stimmen Sie für ein starkes, demokratisches Europa.